Hallo meine Lieben, hier mal wieder was zum Vermieten. In Kestel, nahe am Strand, mit Meerblick, 2 Minuten zum Strand, nicht, also 1 Minute. In der Nähe von Cafés, Restaurants, Supermärkten. Das ist ein europäischer Vermieter, hat es voll ausgestattet. Top-Geräte, Top-Möbel, Marken. Und Miete 300 Euro im Monat. Also da ist aber sind die Nebenkosten mit drin. Und jetzt zeige ich euch mal noch ein paar Bilder. Hier haben wir das Bad. Hier die Einbauküche. Das sind Siemens-Geräte meistens oder Bosch. Aber mir wär's wurscht. Aber er legt halt Wert drauf. Er will halt Top-Ausstattung. Und alles sehr ordentlich und nagelneu das Gebäude, und man sieht es auch schon an den Betten und an den Möbeln. Das ist alles etwas gehobener, nicht super Luxus mit viel, was weiß ich, Füllefant, sondern das, was man braucht, und davon halt was Gutes. Und ich kenne ja einige meiner Auswanderer, die Marianne zum Beispiel, die mag auch keine Staubfänger. Ne? Das haben einige meiner Auswanderer, meiner Kundschaft, mögen keine Staubfänger. Ja, hier sieht man wieder Kestel. Wenn man rausschaut, sieht man die Wolken noch. Nicht nur irgendwelche Hochhäuser. Aber als Beispiel Mahmutlar hat wieder Vorteile, dass halt alles in der Nähe gibt. Banken, das, die Supermärkte. Hier zwar auch Supermärkte, aber Banken nicht. Ein paar Bankautomaten sind in der Nähe. Das ist Blick zu den Bergen, und wir haben aber auch mehr Blick. Hier nochmal ein Schlafzimmer, und das sind, glaube ich, 3 Wohnungen, wo er gerade fertiggestellt hat in der Art, und die sind alle im gleichen Stil, 2 Zimmer alle, also ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit amerikanischer Küche, nennt man das in der Türkei. Fernseher ist auch schon drin, man braucht nur noch die Koffer und kann einziehen. Das ist mehr Blick mit einem riesen Balkon. Und wirklich alles top. Und Leute, ich zeige euch hier Objekte, ja, zum Mieten oder zum Kaufen. Ich zeige euch hier Objekte. Bin ich nicht nett? Ist doch super, oder? Ich frage euch nicht, ist es zu billig für euch oder zu teuer? Ist die eine Wohnung da, wo so günstig war, ist die zu billig? Oder ist die andere zu teuer? Interessiert mich das? Ich frage mich nur, interessiert mich das? Nein! Warum müssen manche Leute immer ihre Soße loswerden? Sind wir hier beim Kaffeeklatsch von irgendeiner Frauendinggruppe, wo man da alles Mögliche... Nein, sind wir nicht! Ja? Ihr müsst mich als wie ein Katalog sehen. Ich zeige etwas und schreibe daneben den Preis hin. Gefällt es einem oder nicht, der blättert um oder nimmt sich einen anderen Katalog. Es gibt so viele Makler in Alan, ja, das gibt es nicht. Ja. Manchmal wie in Deutschland mit Zigarettengeschäften. Ja. So viel haben wir Makler hier. In jeder Straße 10 Stück. Versteht ihr? Ich will jetzt nicht unfreundlich klingen. Jetzt nehmen wir mal an, euch würde zum Beispiel... ihr würdet sowas Ähnliches suchen, nur ein Zimmer mehr als Beispiel, ja? Das könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben und den Auftrag erteilen. Du, wir hätten gerne das Ganze, oder wir hätten sowas zum Kaufen oder was auch immer, ja? Das ist Kommunikation, ja? Oder habt ihr irgendeine wichtige Frage zu dem Objekt, die könnt ihr gerne im Kommentarbereich stellen. Dann vielleicht hilft ihr ja anderen Leuten auch damit, ja? Aber hilft ihr anderen Leuten damit, wenn zum Beispiel ich jetzt hier irgendeine Villa reintun würde für 450.000 Euro. Hilft ihr irgendeinen damit, wenn ihr sagt, ach, mir ist es zu teuer? Habt ihr damit irgendjemandem geholfen? Hä? Nein, ihr habt nur euer Sabber loswerden wollen. Versteht ihr? Behaltet euren Sabber für euch. Ich brauche Kunden, die wissen, was ich mache. Ich biete hier zum Beispiel dieses Objekt. Hier hat der Hausbesitzer mich beauftragt, verteil mal das. Vielleicht hast du ja ein paar Interessenten und er verteilt es selber auch. Also 300 Euro
inklusive Nebenkosten. Und er, das darf man, wie gesagt, nicht erhöhen, wenn es ein Euro ist, jedes Jahr. Woanders wird jedes Jahr, heißt zwar Inflationsrate, dann weiß man nicht, ob es der Wechselkurs Inflationsrate ist oder was auch immer. Deswegen immer im Mietvertrag richtig ordentlich alles aushandeln, welcher Inflationskurs gemeint ist. In dem Fall ist es aber von den Behörden geregelt. Euro bleibt gleich. Das heißt 300 Euro, dann kostet es nächstes Jahr auch 300 Euro. Ja, ich hoffe, ich habe euch mal wieder was Interessantes gezeigt. Meine Videos helfen jedem. Schon allein dafür, dass man die als Vergleich nehmen kann. Der Ali hat das mal angeboten. Jetzt sehe ich das gerade bei einem anderen Makler und da kostet es weniger. Oder umgekehrt, der Ali hat es aber viel billiger angeboten. Ja, das kommt immer bei allen alles mal vor. Ja, ist auch okay so. Dafür mache ich meine Arbeit, versteht ihr? Und dann, ich habe ja genug Kunden vermittelt. Ich habe genug Objekte verkauft oder vermietet. Und immer noch, ja. Und ist doch schön, ich helfe den Leuten. Keiner meiner Kunden möchte zurück nach Deutschland. Ja, keiner. Und ich weiß auch nicht, warum manche ihre Soße loswerden müssen. In der Straße hätte ich es lieber da und da. Du, da ist es lang zu oder nicht. Verstehst du? Lang zu oder nicht. Wie bei McDonald's. Da steht an der Tafel Whopper bei McDonald's. da steht an der Tafel Hamburger und daneben ist ein Big Mac. Ja, willst du jetzt über den Hamburger jammern? Nein, du magst den Big Mac. Ja, dann nimm halt den Big Mac und sag, laber den Typen jetzt voll. Die haben doch extra den Big Mac gemacht für Leute, die den Big Mac wollen. Versteht ihr diese Logik? Ja, aber nein, da kommt einer und sagt, weißt du, an Hamburger gefällt mir das und das und das. Mensch, dann nimm mal den Big Mac oder den Royal. Ja. Mein Gott, mal was manche Leute wirklich, also ich, auch in meinem Café zum Beispiel, ja, die Spreu trennt sich vom Weizen. Oder wie sagt man? Auch im Freundeskreisen, das hat jeder von euch. Jeder hat es von euch, ja. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Leute, die mich da zulabern und eh nichts kaufen können oder mieten können. Aber die müssen mich zulabern. Gefällt dir etwas, dann lang zu. Gefällt es dir nicht? Sorry, tut mir leid. Geh weiter, schau woanders. Viel Glück wünsche ich dir. Ich meine es ja gut. Klau nicht meine Zeit und ich will auch nicht deine Zeit klauen. Hier ist mein Angebot. Gefällt es dir? Nein. Gut, ist doch okay. Muss ja nicht gefallen. Mir gefällt ja auch nicht alles. Ne? Tja, und dieses Objekt ist schön. Okay, 300 Euro sind 300 Euro, aber... Aber zieh mal in eine leere Wohnung ein und hol dir mal alles. Und vor allem, wenn du dir sowas holst, dann kannst du, denke ich mal, 3-4 Jahre erstmal abzahlen, dass du das kompensierst. Okay? Jetzt habe ich euch aber zugelabert. Also die Wohnung ist wirklich top, muss ich echt sagen, gefällt mir. Top. Also 1A. Nicht zu viel Geschnörksel, nicht zu viel Zeug. Ja, echt schön. Okay, meine Lieben, wer Interesse hat, meldet sich. Und ist es dir zu teuer oder zu billig oder was auch immer, interessiert mich nicht. Wenn es dir gefällt, kannst du dich melden. Dankeschön, bis zum nächsten Video.